Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, hier bei der Taverne. Da bist du ja endlich. Ich hab schon auf dich gewartet. Was ist passiert? Das Wettsaufen ist endlich vorbei. Yay! Wer hat gewonnen? Diesmal hat Randolph gewonnen. Ruka hat wohl einen schlechten Tag gehabt. Das hat doch geklappt. Warte mal. Yeah, sehr gut. Erzähl. Kopfschmerzen? Mir geht's bestens. Dieses Mal hat es endlich geklappt. Ich danke dir nochmal für dein Geld. Hier hast du es zurück. Ruka steht nicht so schnell wieder auf, schätze ich. Schätzt du, ja? Aber da ist er doch. Man soll den Mund nicht zu voll nehmen. Hier hast du dein Geld. Und jetzt kein Wort mehr. Ah, sehr gut. Mein Gold hat sich verdoppelt. Er hält sich an sein Wort. Gute Sache. Was sagt denn Orlan dazu, dass ich jetzt Magier bin? Er ist ja eigentlich mit den Wassermagiern im Bunde, ne? Nicht mit den Feuermagiern. Na, der hat nichts dazu zu sagen. Gut. Also, dann nutze ich doch mal meine neu erreichten Fähigkeiten. Und gehe in die Stadt. Nee, warte mal, richtig. Ich habe ja jetzt ein paar Steintafeln gefunden. Jetzt kann ich ja endlich mal diese Quest hier erfüllen. Hey! Coole Art aufzustehen. Die würde ich gerne auch lernen. Wegen der Steintafeln. Ich habe einige davon. Ich danke dir. Das sind genug. Damit werde ich mein Versprechen bei dem Wassermagier der Stadt einlösen können und kann endlich wieder nach Hause. Natürlich werde ich sie dir bezahlen. Ich gehe jetzt heim. Komm mit, wenn du willst. Vielleicht kann ich dir ein paar Dinge verkaufen, die dich interessieren könnten, wenn wir da sind. Ja, was hast du denn, was? Warte mal. Na, wie nach Hause? Zeig mir deine Ware. Ich kann dir nicht... Ja, passt. Wo ist denn dein Zuhause? Hä? Kommst du nicht aus der Stadt? Das finde ich jetzt aber interessant. Wo kommt denn der Händler Erol her? Allgemeine Infos. Händler im Kloster? Nee. Händler in Korinis, oder? Nee. Verstehe ich nicht. Mira? Der Händler Erol kann mir beibringen, wie ich stärker werde. Ja. Aber wo geht der jetzt hin? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich zu den Söldnern, hm? Ins Kloster? Also er ist ja kein Magier, wird er nicht ins Kloster gehen. Wahrscheinlich geht er zu den Söldnern. Naja, da werde ich irgendwann auch nochmal hinkommen. Vor allem ist da drüben ja auch die Diebes- oder Banditenbande. Was? Die meinen wohl nicht mich. Was? Die meinen echt nicht mich. Oder kämpfen die da oben? Die kämpfen doch da oben. Oh, ich sehe nichts. Ach, verdammt. Meine Erfahrung. Wenn jetzt ein Bandit drauf geht oder ein Gegner, ein Monster, dann kriege ich die Erfahrung nicht. Na, was soll's. Gilt Schlimmeres. Gibt's bei denen da rechts was Neues, wenn ich jetzt Magier bin? Ich glaube nicht. Nee. Ach was. Genau, ich gehe jetzt einfach mal in die Stadt. Dann rede ich noch mit Daron, der mich ja ins Kloster gebracht hat mit seiner Statue. Bedanke mich bei dem mal herzlich. Und höre mich mal noch ein bisschen um bei den Leuten, ob es was Neues gibt. Und dann wäre der Plan, endlich mal zu Lord Hagen zu gehen. Ja, um mit dem endlich mal zu quatschen, wegen Auge Innos und Drachen und Bedrohung. Und ich will ja hier die Welt retten. Mal wieder. Gut, beim ersten Mal war es die Kolonie. Jetzt ist es die ganze Insel. Wobei, was wahrscheinlich an mir hängen bleibt, mit den Drachen. Wie soll es denn auch sonst sein? In so einem Rollenspiel. Mika. Nö, lass mal, ich brauch dich nicht. Ich stolper gleich wieder auf der Brücke, oder? Yep. Das ist doch immer das Gleiche. Nein, was soll's. Hey, Kollege. Hey, du. Wie, du hast nichts zu sagen. Hallo, ich bin Magier. Der erzähle ich gar nichts mehr. Hast du was Neues zu sagen? Du bist doch so Kräuter und Händler und so. Boah, ich gibt's auch nichts Neues. Katar wollte die Frau reinreiten. Ja, da war was. Guten Tag. Ich habe ein paar Fragen zur Stadt. Wo kann ich hier was kaufen? Der Markt ist direkt vor der Tür. Dort solltest du eigentlich alles bekommen. Auf der anderen Seite der Stadt. Ansonsten.
Auch wenn es doch seit dem Krieg, sodass zurzeit keiner weiß, so. Nee, da ist jetzt nichts. Das wundert mich. Weil soweit ich weiß, gibt es hier auch noch eine Quest, die ich irgendwie erfüllen könnte. Aber den kriege ich jetzt wohl gerade nicht. So, ey, wo ist der Novize? Der ist weg. Schade. Mit dem hätte ich jetzt gerne gequatscht, weil ich ja jetzt mittlerweile quasi sein Meister bin. Aber gut, vielleicht ist er ja in der Taverne und trinkt sich einen Schädel an. Und Adanos gefiel, was entstanden war. Nee, ist er auch nicht. Er freute sich an allen Wesen. Ist da jemand? Nö. Hey, Wasserkollege. Aber so groß war der Zorn Belians, dass er über das Land kam und das Tier erwählte. Da gibt es nichts Neues, ne? Okay, ich kann auch hier meine Mana... Kannst du mich heilen? Du bedarfst zurzeit nicht. Du kannst nicht mein Mana auffüllen. Da gibt es auch nichts Neues. Da habe ich auch nichts Neues rausgefunden. Was gibt es denn hier sonst noch für mich zu tun, außer Lord Hagen? Hier, ne? Das da wollte ich lernen. Schlösser knacken, aber das geht ja gerade nicht, mangels Lernpunkten. Ach komm, wisst ihr was? Ich gehe zu Lord Hagen. Ist doch mir egal. Dann quatsche ich mit ihm endlich mal. Wollte ich ja von Anfang an schon tun. Haha, jetzt lasst ihr mich durch, ne? Ihr Säcke. Ist doch wahr. Nur weil ich jetzt eine Magierrobe trage. Na, kleiner Mann, fühlst du dich jetzt besser? Jetzt, wo ich was anhab? Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin gekommen, das Auge Innos zu holen. Das Auge ist Angelegenheit von Lord Hagen. Sprich mit ihm darüber. Er stellt sich das immer so einfach vor. Ist irgendwas Aufregendes passiert in letzter Zeit? Nein. Sehr schön. Knappe Antwort. Dankeschön. Stadtwache Ritter. Mir erfährt keiner was. So, ich kann endlich hinein in diesen riesigen Palast hier an der Spitze der Stadt. Ist das nicht schön? Und das in gerade mal 90 Speicherpunkten. Wobei einen davon... Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Dude, ich bin Magier. Ich bin ein Magier des Feuers. Ja, natürlich. Verzeih mir, Erwählter. Aber ich erfülle hier nur meine Pflicht. Ja. Tschüss. Was ich sagen wollte, hier habe ich einen Speicherstand mehr, als ihr wahrscheinlich gesehen habt, weil ich habe Ende der letzten Folge und Anfang dieser Folge gespeichert. Was haben wir hier? Waffen, hm? Ein Ritter. Albrecht. Kannst du mir was beibringen? Ich unterweise nur Paladine. Na ja, komm schon. Paladine stehen doch im Dienste der Magier. Also auch in meinem, dachte ich so. Ich habe schon von dir gehört. Lothar hat mir berichtet, dass du mich sprechen willst. Du bist der Fremde, der das Auge Innos gefordert hat. Ich bin Lord Hagen, Paladin des Königs, Streiter unseres Herrn Innos und oberster Befehlshaber von Korinis. Ich habe viel zu tun. Also verschwende nicht meine Zeit, sondern sag mir, warum du hier bist. Die Armeen des Bösen versammeln sich ganz in unserer Nähe, im Minental. Im Minental? Wir haben eine Expedition dorthin entsandt. Wir kennen ebenfalls Berichte, die besagen, dass der Pass dorthin von Orks besetzt ist. Aber von einer Armee des Bösen ist bisher nichts zu mir vorgedrungen. Was für eine Armee soll das sein? Es sind Drachen, die Scharen von Dienerkreaturen um sich versammeln. Drachen? Laut der alten Schriften ist es viele Jahrhunderte her, dass Drachen das letzte Mal gesichtet wurden. Sag mir, warum sollte ich deinen Worten Glauben schenken? Weil ich Magier bin. Die Frage ist doch nicht, ob du mir glauben kannst. Die Frage ist, kannst du es dir leisten, mir nicht zu glauben, wenn ich die Wahrheit sage? Solange ich keinen Beweis habe, kann ich mir nicht leisten, noch mehr Männer dorthin zu schicken. Ich soll dir also einen Beweis bringen. Genau. Überquere den Pass und mache dich auf den Weg ins Minental. Suche dort nach der Expedition. Und wenn du sie gefunden hast, sprich mit Kommandant Garond. Wenn jemand weiß, wie die Situation vor Ort ist, dann er. Falls sich deine Worte bestätigen, dann bin ich bereit, dir zu helfen. Das heißt, du wirst mir das Auge Innos aushändigen. Das Auge Innos. Gut. Bring mir den Beweis, dann sorge ich dafür, dass es dir gestattet wird, das Amulett anzulegen. Dann kann ich sagen,
Ich habe dein Wort in dieser Sache. Das kannst du, denn du hast es. Manchmal bin ich ein bisschen schärfer im Begriff. Also so ich, der da links steht. Was weißt du über das Auge Innos? Es ist ein göttliches Artefakt. In den alten Prophezeiungen wird es im Zusammenhang mit Drachen erwähnt. Doch die Schriften sagen auch, dass nur ein erwählter Innos es tragen kann. Ich bin ein erwählter Innos. Dann wird es dir vielleicht möglich sein, das Amulett anzulegen. Wie vielleicht? Wie soll ich über den Pass kommen? Ich gebe dir den Schlüssel für das Tor am Pass. Doch du wirst deinen Weg durch die Reihen der Orks finden müssen. Möge Innos dich schützen. Und damit sind wir im zweiten Kapitel. Und wie schon von mir angekündigt, werden wir zurückgehen ins Minental, dort wo Gothic 1 gespielt hat. Zuerst hatte ich allerdings noch eine Frage an Lord Hagen. Warum seid ihr nach Korinnes gekommen? Wir sind in wichtiger Mission für das Königreich unterwegs. Unser Befehl kommt direkt von König Roba. Ich sagte dir, dass wir eine Expedition ins Minental geschickt haben. Sie ist der Grund unserer Anwesenheit. Was machen deine Männer im Minental? Na schön. Da du ohnehin dorthin gehen wirst, kann ich es dir ebenso gut verraten. Der Grund dafür ist das magische Erz. Es ist von kriegsentscheidender Wichtigkeit. Ohne genügend Waffen aus magischem Erz hat die Armee des Königs nicht die geringste Chance gegen die Elitekrieger der Orks. Und die Erzminen hier auf der Insel sind die letzten, zu denen wir noch Zugang haben. Sobald unser Schiff voll mit Erz beladen ist, werden wir aufs Festland zurückkehren. Dann steht der Krieg mit den Orks schlecht. Ich habe dir schon zu viel verraten. Okay, weil es gibt ja einen... Es gibt ja einen unten im Hafen, der Informationen von mir wissen wollte. Darüber, warum die Paladine hier sind. Und der gibt mir ja auch noch mal ein bisschen Erfahrung, wenn ich jetzt zu dem gehe und ihm das erzähle. Zeig mir deine Ware. So, wie war das? Ich brauche Kronstöckel. Nee, das Feuerzeug brauche ich nicht. Das kannst du behalten. Vielleicht irgendwann anders, aber gerade nicht. Gut, lernen kann ich eh nichts. Ich habe nur einen Lernpunkt, einen einzigen kleinen Popligen. Ich brauche Erfahrung, damit ich den ersten Kreis lernen kann. Hey du, warte mal. Du willst dich doch auf dem Weg ins Minental machen, richtig? Ja. Und? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Du berichtest mir, wie es dort um das Erz steht, und ich besorge dir dafür einen Runenstein. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Das klingt doch nach einem Angebot. Was? Er ist der Waffenhändler, okay. Moment, was war der Deal? Er will was wissen? Er will wissen, wie es ums Erz steht. Das ist alles. Na dann. Auf die... Andererseits... Ich kann ihn drauf... Nee, ich will ihn jetzt nicht drauf ansprechen. Am Ende ist er mir noch sauer und dann kann ich die andere Quest nicht erfüllen mit den Informationen, aber ich brauche doch die Erfahrung. Ich glaube, ich werde ihn erst stellen, wenn ich seine Aufgabe erledigt habe. Und meine Belohnung kriege dafür. So, jetzt würde ich gerne... Ach ja, richtig, da unten gibt es ja noch den Zuriss. Der Magier oder der Alchemist, der wollte, dass ich die Spruchrolle verwende. Mit dem würde ich gerne mal kurz quatschen, ob der was Neues weiß, weil ich habe quasi seine Schriftrollen... Ach nee, Ignaz, nicht Zuriss. Wegen des Experiments. Hast du schon einen Erfolg erzielen können? Oder hast du die Spruchrolle verschwendet? Hm? Wenn du weitere Spruchrollen brauchst, dann kannst du sie von mir kaufen. Ja, gib mal her. Zeig mir deine Ware. Und dann machen wir jetzt mal Folgendes. Oh, Geschwindigkeit. So was hätte ich vorhin gewollt bei dem... Wie hieß das Viech? Ach ja, Golem, genau, bei dem Golem. So, und ich habe da gerade so eine spontane Eingebung. Du hast so viele tolle Sachen und du willst wissen, wie die Vergessensspruchrolle funktioniert. Ich habe da so eine Idee. Na, was? Thank you.
So, oh, schade. Schade, schade, schade. Du hast leider nicht die ganzen Rollen bei dir. So. Dann vergiss mal, was da gerade vorgefallen ist. Wenn du hier so krumme Geschäfte machst und so komische Zauberschriften, diese hier behalte ich mal lieber. Sicher ist sicher. Darüber reden wir noch. Nö, tun wir nicht. Hey, du. Zeig mir deine... Was? Ich kann jetzt nicht mal das Experiment beenden. Warum? Hab ich die jetzt noch? Nee, ich hab die nicht mehr, ne? Das Experiment. Oh, jetzt kann ich gar nicht berichten. Ist ja ärgerlich. Und es ist schon so spät abends. Ich schlafe mal eben bis zum nächsten Morgen. So, jetzt hätten wir noch den Gavel, der die Informationen möchte. Auch der gibt mir hoffentlich ein bisschen Erfahrung. War es Gavel? Ich glaube, es war Gavel. Ich glaube, der hieß so. Ist ja auch egal, wie der heißt. Das darfst du keinem erzählen. Das ist ja interessant. Das weiß doch inzwischen jeder. Warum erfahre ich das jetzt erst? Dann habe ich ja noch einen Fischhändler. Keine Ahnung. Puh, ich habe das Gefühl, ich habe hier irgendwelche Quests vergessen. Es kann natürlich auch sein, dass ich die als Magier einfach nicht kriege. Aber hier war mal irgendwas mit einem komischen Fisch, wie ich mich erinnere, und keine Ahnung, noch ein paar andere Sachen. Ich habe das Gefühl, ich habe hier nicht annähernd alles gemacht im Hafen, was ich machen könnte. Ich weiß, warum die Paladine hier sind. Wirklich? Erzähl! Die Paladine sind hier, um das magische Erz aus dem Minental zu holen. Nicht, weil die Orks die Stadt angreifen wollen. Sobald sie das Erz haben, werden sie wieder zum Festland zurückkehren. Danke für die Informationen. So wie es aussieht, haben wir alle Zeit der Welt, um unser Schiff zu bauen. Aufpassen, was man so rumerzählt. Was ist denn so im Hafen los? Schau dich doch selbst um. Hier ist tote Hose. Daran wird sich nie etwas ändern. Hui, das wäre geschafft. So, hey Jack. Nee, Jack will ich nicht. Ich will Laris. Guck mal, Laris, ich bin Magier. Ich fasse es nicht. Du bist ins Kloster gegangen. Wie ist es da? Anders. Kann ich mir denken. Das ist ja interessant. Wegen der verschwundenen Leute. Das ist ja interessant. Ah, sehr schön. Da gibt's leider nichts Neues. Was kannst du mir beibringen? Bring mir was bei. Du sag mal so ein bisschen Stärke, ne? Ich bin ja Nahkämpfer. Dann habe ich diesen. Gut. Deine Stärke hat zugenommen. Ja, um einen Punkt. Dann habe ich immerhin um. Naja, sag mal, kannst du mich nicht zu den Wassermagiern bringen? War da nicht was? Da kannst du ja nichts dran. Worum soll ich mich denn? Ach nee, ich muss erst die verschwundenen Leute aufklären, okay. Hey Mo, wie geht's deiner Taverne? Ich habe was anderes gehört. Gibt's hier was Neues? Cardiff? Ah. Ich brauche Informationen. Dumm, die dumm, die dumm. Nup, das brauche ich alles nicht. Wen haben wir denn hier noch? Nagur. Man lass mich einfach in Ruhe, okay? Du bist doch bestimmt ein krummer Schlingel bist du, jawohl. Ganz bestimmt. Nun gut, ich habe Informationen über alles. Ich brauche Erfahrung, ich brauche ganz viel Erfahrung. Und hier hinten kann ich ja nochmal Wettkämpfe machen. Mit diesem Schwertkämpfer, dem ich sein Schwert... Nee, keine Ahnung, wie war das? Der macht hier irgendwie Wettkämpfe um Geld. Mittlerweile fühle ich mich... Ach nee, das war nachmittags, gell? Ah ne, da ist er ja. Guck mal. Da ist er doch. Alrik. Hey du. Du wohnst hinterm Lagerhaus? Ist nur vorübergehend. Wenn man so viel Geld hat wie ich, kann man sich eben so einen Luxus leisten. Ich war Ausbilder bei der Armee, hab den Haufen dann aber verlassen, um mein Glück im Abenteuer zu finden. Jetzt bin ich hier in diesem Dreckskaff gelandet. Meine letzten 100 Goldstücke sind bei den Stadttorwachen draufgegangen. Also sehe ich zu, dass ich wieder zu Geld komme. Ich musste sogar mein Schwert verkaufen. Wie sind die Regeln für den Kampf? Ganz einfach. Wir kämpfen, bis einer von... Wer die Ecke verlässt, ist draußen. Dein Einsatz sind 50 Goldmünzen. Wenn du gewinnst, bekommst... Alles kapiert? Ja. Klar. Ah, ich habe noch gar nicht gegen ihn gekämpft. Okay, gut. Aber das mache ich dann nächstes Mal, weil... Das ist schon wieder 20 Minuten.
Ach, wie die Zeit vergeht. Gut, beim nächsten Mal kriege ich dann hier ein bisschen Geld, hoffentlich, und nochmal ein bisschen Erfahrung. Das wird allerdings auch nicht ausreichen, um zu leveln. Ach, Mann. Keine Ahnung, ich könnte nochmal zu Xardas gehen und den Bericht erstatten. Vielleicht kriege ich da nochmal ein bisschen Erfahrung. Weil ich will auf jeden Fall den ersten Kreis der Magie haben, bevor ich in das Minental gehe. Gut, aber jetzt, ihr Bewohner von Korinis, bevor der Typ wieder zu labern anfängt, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ergeht folgender Erlass.